Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas sind im Gazastreifen nach Angaben des örtlichen Gesundheitsministeriums mehr als 30.000 Palästinenser getötet worden. Die von der Hamas kontrollierte Behörde spricht von Märtyrern, unterscheidet indes nicht zwischen getöteten Zivilisten und Kämpfern. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Krieg war durch den Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober ausgelöst worden. Hunderte Hamas-Kämpfer verübten Massaker und Gräueltaten vorwiegend an Zivilisten und verschleppten Geiseln in den Gazastreifen. Als Reaktion geht Israel seither massiv militärisch im Gazastreifen vor. Erklärtes Ziel ist die Zerstörung der Hamas. Während Hilfsorganisationen vor einer Hungersnot in dem Palästinensergebiet warnen, verhandeln die Vermittler USA, Katar und Ägypten weiter über eine Feuerpause und die Freilassung israelischer Geiseln. Angestrebt wird eine Waffenruhe vor dem Auftakt des islamischen Fastenmonats Ramadan, der in diesem Jahr am 10. oder 11. März beginnt.